Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich guck mal einen Moment kurz weg und der spielt schon wieder mit seinem blöden kleinen Kompass rum. Ja, in der letzten Folge haben wir, ich glaube, die Angelsession ja beendet und haben diesen komischen Topf besiegt. Ach ja, und wir haben diese Stufe 4 Insel, Klasse 4 Insel irgendwie abgeschlossen. Genau, schon wieder so lange her. Ich habe irgendwie, weil nicht sehr wenig Parts hochgeladen letzte Woche, deswegen egal. Offscreen habe ich einiges gemacht. Ich habe wieder alle möglichen Sachen hier ausgerüstet und aufgelevelt. Bum 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 bum. Gehen wir mal alles hier kurz durch. Mit der auch immer wisst, von welcher Waffe ich das habe. Und wie ich das gelernt habe. Und überhaupt. Weil das interessiert ja bestimmt jeden voll sowas von, ne? Könnt ihr ja mal hier kurz pausieren, damit ihr sehen könnt, wo ich diese Fähigkeit her habe. Deswegen mache ich das. Und ja, offscreen habe ich, glaube ich. Mal kurz mein Dings öffnen. So. Meine Notizen. Unerschöpfliche Anhänger habe ich von irgendwoher bekommen, habe ich mir nicht notiert, vom wo anscheinend. Super. Dann habe ich, darum kümmern wir uns gleich, also brauche ich das nicht erwähnen. Ich habe Laden Level 8 erreicht, indem ich, weiß nicht, so ein paar Tränke oder so gekauft und verkauft habe. Habe dadurch einen Preisnachlass bekommen. Da stand irgendwie, ich habe nur einen Preisnachlass in diesen Laden bekommen, weil ich nehme an, das wirkt sich auf jeden Laden an, ne? Und ja. Dann habe ich bei der Klasse 4 Insel, die letzte, die wir, glaube ich, irgendwie freigeschaltet haben, einen aufgewetzten Beutel bekommen. Ach ja, und von dem Ladenlevel habe ich irgendwie noch für Eisen einen Aufpumper bekommen, was irgendwie ein Anhänger ist, glaube ich. Oder eine Waffe. Ne, ich glaube, ein Anhänger war das. Ein Anhänger war das. Ich glaube, ja. Da habe ich jetzt gerade ausgerüstet, ne? Ja, boom. Aufpumper. Lerngeschwindigkeit von Ausrüstung. Genau, das war gut. So, dann, was habe ich? Jeder, ne, nicht jeder, aber ein Geroku hat zwei Sachen gelernt. Einmal Meisterschmied. Maximal aufgewertete Ausrüstung. Ich weiß nicht genau, wie ich das bekommen habe. Ich habe irgendwie nicht irgendwie was ausgerüstet oder so, aber anscheinend habe ich das bekommen. Und Profi-Plünderer bei 200 Beuteobjekten geworden noch. 500. So, Laffyset hat auch Beuteobjekt bekommen bei 200. Beute besessen hat, aber kommen durch 200 Beuteobjekte, ja. Und Magilu hat 200 Beuteobjekte gefunden und Sammelwütige bekommen. Boah. So, und dann noch Eisen. Der hat wahre Eisen 150 mal gesteuert. Okay. Ja, genau. Wen steuere ich gerade? Roku. Ich glaube, bei ihm war ich gerade hier. Ja, wow, nur zweimal. Okay. Weg. So, wir gehen jetzt mal ganz schnell kurz. Natürlich, ich wollte jetzt. Lass mich mal kurz meine Datei hier schließen. Arzt gelernt habe ich, glaube ich, nichts. Okay. So, jetzt fragen sich natürlich wieder alle, warum ich ausgerechnet hier an diesem Ort bin, ne? Das hat den ganz einfachen Grund, weil ich merke gerade, da ist ein Minispiel, was? Übrigens, Story-Fortschritt wird es heute wahrscheinlich nicht geben, in diesem Part. Ja, das hier. Ich weiß nicht, ob die schon vorher hier war. Das war hier der Treffpunkt, wo wir Savate und Eisen getroffen haben. Und ja. Anscheinend ist ja eine Katastrophe, die entweder noch nicht zu dem Zeitpunkt da war oder die ich noch nicht gefunden habe. Aber egal. Boom. Nichts drin. Verdammter Dreck. Sonst ist ja nichts, ne? Okay. So, dann gucken wir mal, was das Minispiel ist. Wenn die dieses Wasser springen oder so, sieht irgendwie so aus. Könnte sogar sein. Lust zu angeln, ha? Angeln. Ist ein hungrigen Landstreicher begegnet. Sei doch bitte so nett und angle was zu essen für ihn, ja? Nutze einen Köder, um einen Fischgrund neben ihn zu angeln. Bei deiner Erkundung der Welt kannst du drei verschiedene Ködertypen finden. Jeder ist zum Anlocken einer anderen Fischart. Der Landstreicher isst die Fische und denkt dann, dankt es dir nach, je nach Fischart, mit einer bestimmten Anzahl von Tails-Münzen. Zudem verbirgt sich in jedem Fischgrund eine legendärer Riesenfisch. Da dieser jedoch selbst den Landstreicher zum Majestätisch sind, wird er sich sie aus Ehrfurcht nicht essen. Für das Fangen von Riesenfischen hält so besondere Belohnungen. Okay. Oh, Kampfmusik.
geil. Die ganzen, das war's, habe ich schon, ne? Können wir zwei Dinger holen. Magilio natürlich. Und Roko, machen wir das. Welche Kampfmusik sind das dann? Man hat ja sich die Kampfmusik. Gefällt dir diese Version? Die erste? Keine Ahnung. Gut, dann versuchen wir mal zu angeln. Ja, nehmen wir die mal. Ich weiß, wir haben 22. Jean kann nur Velvet angeln. Dein stolzer Fang, Süßwassergarnele. Hast du noch mehr, Miau? Du musst einfach nur hier reinwerfen und sonst nichts, okay. Irgendwie durch Glück oder so wird hier irgendwie entschieden, was ich bekomme oder was. Okay. Flusskrebs. Nochmal das Teil. Na, Wesens haben sie nicht unnötig kompliziert gemacht, wie in jedem anderen Spiel, wo Angeln irgendwie voll kompliziert oder langweilig ist. Wir tun einfach nur gar nichts machen. So, wie kriege ich so ein Riesending? Es gibt ja nur drei Köder, ne? Also muss ich ja irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt halt irgendeinen bekommen. So, irgendwie tot langweilig. Das ist eigentlich nur hier. Das ist Wortwelt. Oh ja, die Expedition habe ich fast vergessen. So, nichts von dem neuen Gebiet bekommen. Boah. Das ist ja wortwörtlich. Das ist ja eigentlich nur. Weil nicht Köder eintauschen. Eigentlich tut man nur Köder gegen Dings eintauschen, gegen Tails müssen, weil das ein bisschen dämlich ist. So, wir haben hier eine Höhle, in der bin ich mal irgendwann aus Versehen reingegangen. Also, nee, ich bin nicht aus Versehen reingegangen. Ich habe nämlich gedacht, das wäre hier irgendwie diese eine Höhle, wo wir Eisen getroffen haben. Aber als ich dann hier mal die Karte geöffnet habe, habe ich gesehen, ich habe hier noch nichts erkundet. Was bedeutet, dass diese Höhle neu ist? Und ja, ich bin ja mal irgendwann reingegangen und als ich gemerkt habe, dass diese Höhle neu ist, habe ich mir dann doch gedacht, nee, hier geht's nicht weiter und bin dann wieder schnell rausgegangen. Ich habe aber einige Monster schon bekämpft. Hab, glaube ich, auch schon alle Items hier von denen abgesahnt. Aber ja. War so ein kleiner Fail von meiner Seite aus. Weil ich echt dachte, das war diese eine Höhle gewesen, wo wir Eisen getroffen haben. Wo bist du denn her? Ist das nicht die Bosskampfmusik oder so? Ich glaube ja, ne? Also ich bin, ich habe den Stiefel, deswegen kann ich nicht Seitenschritte machen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum kann ich nicht, habe ich so sehr die Steuerung vergessen oder so? Hätte ich nicht mehr nach links oder rechts irgendwie ausweichen können, aber nein. Okay. Also muss ich mindestens 38 Minuten aufnehmen, damit ich die Expedition jetzt zurückbekomme. So, die Truhe habe ich, glaube ich, geöffnet. Ja. Aber das hier ist ein neues Gebiet. Also ja, gucken wir mal, was hier drin noch ist. Vielleicht finden wir ja noch so einen Miniboss oder so. Wäre natürlich richtig geil, da rechts auch irgendwie was zum Anbrennen, glaube ich, gewesen. Hier so auf der rechten Seite, aber da ist schon wieder so ein Ding, wo man rüberspringen muss oder was auch immer man da machen muss. Ich nehme an, das ist genau wie in Tessisteria. Man hat so einen Windring und dann springt man so darüber. Wuff. Oh, kleiner Bandschifter, Luffyset. So, da sind eine Menge Seelen, aber die kann ich nie einsammeln. Gut, weiter. So, ich möchte war Rokuro haben, deswegen komm mal kurz her. Buff. Buff. Mystische Art. Buff. Und ich krieg die zweiten Mystik Arts einfach nicht hin.
wo man ja einfach nur 8 Treffer machen muss und dann L2 gedrückt halten muss. Ich krieg das nicht hin. Ich tue meistens deutlich mehr als 8 Treffer machen, aber aus irgendeinem Grund krieg ich die nicht hin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe schon alles versucht, hier die ersten Beastie Cards und so ausschalten oder so was. Irgendwie klappt das nicht. Nicht so, wie ich das will, jedenfalls. Deswegen muss ich die ganze Zeit die ersten nur einsetzen. Und selbst das kriege ich hier anscheinend nicht hin. So. Weil ich nicht genau genug SA hatte. Boff. Man kann meinen Speer widerstehen. Also im Sinne von, niemand kann den besiegen, oder der ist so geil, den möchte jeder haben. So, mit ihm haben wir Rokoro bekommen. 150 Mal haben wir ihn gesteuert. Wen haben wir noch nicht 150 Mal gesteuert? Ich glaube, meine Zeit, da habe ich dich gesteuert, ne? Ja, 151 Mal. Ja, dich habe ich mit Sicherheit schon, ne? 93, ja. Dich noch nicht, okay. Eleanor, buff. Was ich herausgefunden habe, ist, man muss ja noch nicht mal den Kampf irgendwie beenden. Man kann aber, glaube ich, flüchten. Ich glaube, da zählt immer nur, welchen Charakter man am Anfang des Kampfes steuert. Also ich kann jetzt in, weiß nicht, 150 Kämpfen, oh Gott, reingehen und überall flüchten. Hier sind noch ein paar Truhen, merke ich gerade. Ich glaube, hier habe ich so ungefähr gemerkt, ja, diesen Ort habe ich noch nicht erkundet. Vielleicht führt er uns ja nach irgendeinem Ort hin, wo wir schon lange nicht mehr waren. Da wäre ja perfekt. Ich will mal langsam hier den Punkt erreichen, wo wir irgendwie an so gut wie jeden Ort zurückgehen können. Dann, weil, weiß ich nicht. Fehlen nur einige Waffen von so Monstern in der Nähe von Hellaways und so. Ich weiß nicht, ob das Waffen sind, die ich auch schon so bekommen habe oder so. Ich meine, weiß nicht, ich glaube, das war hier sogar, dass ich irgendwie ein Monster noch nicht den Drop abgezogen habe und ja, ich habe irgendwie nichts Neues gesehen oder so nach dem Kampf, also weiß nicht, neue Waffe halten oder irgendwie sowas, aber aus irgendeinem Grund stand bei dem Monster ein Drop, also nehme ich mal an, man kann auch, weiß nicht, die Sachen auch so bekommen. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe es manchmal nämlich nicht. Ja, zerstören. Ich habe übrigens immer noch keine Mimics gefunden. Langsam bezweifle ich, dass die überhaupt existieren in diesem Spiel. Das wäre ein bisschen doof. Ich möchte die nämlich schon gerne auf die Rübe geben. Da ist eine Katztruhe. Therapiekatze. Gut. Wird vertagt. Obwohl. Muss 30 Minuten ja totschlagen. So, nimm mal dein Ding hier weg. So, da. Meine Güte. Hörner. Nachher von den Angeldingen. Langsam bekommen wir auch echt welche. Da sind aber alles die gleichen Sachen. Schnurber. Warum sind das alles die gleichen Sachen aus Tales of Hysteria? Tales of Exilia. Also können sie mal ein paar neue Sachen hier einbauen. So, ist da ein Ausgang? Komme ich denn da hin? Bin ich denn die? Was? Da ist ein Teleport-Ding. Man könnte es vorhin optional einen Bus oder so reinpacken. Okay. Würde mich in der Teleport-Ding hin. Trank des Lebens. Ich habe nicht 15 Tränke des Lebens. Was? Kann denn das sein? So, wo bin ich denn hier? Wie tut man nochmal da? Okay, ich bin hier. Gut, wo geht's denn hier an den? Immer mehr Orte werden hier erkundet. Hier ist immer noch neu und hier geht es nicht mehr weiter. Nein. Da muss irgendwas Geiles sein. Muss ein Boss oder irgendwie sowas. Aber ich bezweifle es ein bisschen. Geht.
durch mal ein Monster oder so, die sind einfach nur Seelen. Boah. Ich meine, es ist schön und gut, aber ich habe gerade 2 Katztruhen geöffnet und habe immer noch genug. Hier irgendwo, da ist eine Goldtruhe, geil. So, da ist jetzt was Geiles drin, pass auf. Todeswehr. Habe ich schon, habe ich glaube ich sogar gerade ausgerüstet, oder? Nö. Weil es viel besser. Ja, ich habe übrigens einige Sachen jetzt hier so markieren, damit das Verkaufen und so einfacher wird auf Screen. Ich achte jetzt gar nicht mehr darauf, was das, was die Sachen für Effekte haben oder irgendwie sowas. Ich tue jetzt einfach mich auf einige Sachen festlegen und tue die behalten. Alles andere wird brutalst erledigt. So, anscheinend tun wir doch heute ein bisschen die Story weiterführen, weil ich dachte, hier wird's, weiß nicht, da wird mich irgendwie eine halbe Stunde oder so hier beschäftigt halten. Aber da können wir wenigstens nach Logris gehen. Irgendwas wollte ich in der Nähe von Logris noch machen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr was. Ich glaube, nee, ich weiß nicht mehr. Vielleicht war da ein Miniboss. Ich glaube, da war ein Miniboss. Und ich wollte mal versuchen, diese einen Viecher hier, warum laufe ich überhaupt? Da. Oh. Da müssen wir zum, ah ja, irgendwo war ein Ausrufezeichen Gespräch, glaube ich. Nein, nicht hier. Aber ich möchte mal Sachen kaufen kurz. Und eine Goldtruhe, geil. Finde ich gut, dass die ja immer wieder so schnell spawnt. So, buff. So, ist er billiger geworden? Ich weiß es nicht. Vor allem, das war ja der Laden, in dem ich das irgendwie freigeschaltet habe. Also Level 8 Laden. Dingen. So, René, wo war das jetzt nochmal? Ich glaube, da war da, ne? Irgendwo war noch ein Gespräch, das ich gefunden habe. Da musste ich mich natürlich weit entfernt von halten. Ich hätte nicht aus Versehen aktiviert. Also das. Gut. Was ist los? Ja, das ist voll von den Fernhalten, ne? So klang das gerade. Was hier für mich? Ich sehe so ein Kellnerspiel wieder. Ne, was? Das gelbe Zeichen nicht Minispiel zerstören. Gut, ich wollte mal zu Logris hingehen auf Screen, allerdings hat sich da eine Cutscene direkt aktiviert, welche ich natürlich nicht angeguckt habe. Ich habe sie direkt übersprungen. Danach kam, glaube ich, direkt ein Skit oder so, weil ich will ja nichts hier auf Screen erleben ohne euch. Und ja, was. 6 und Hafen da war, ne? Ja. Ich wollte in Logris irgendwie was machen. Ich weiß jetzt noch nicht mal was. Ich glaube, ich wollte diesen einen Gegner hier triggern. Oder ich wollte einfach nur trainieren, weil es da die meisten Erfahrungspunkte, glaube ich, gab. Aber konnte ich ja nicht. Voll Story. Logres
Steinberg, das ist ein neuer Ort, ne? Okay. Hat er da diesen einen so einen Erdenpunkt, Erdenpulspunkt gefunden, gespürt? Warum mussten wir jetzt unbedingt sehen, wie der so weit dahin läuft? Was? Was soll das? Was war das für eine Cutscene? Erst mussten wir den einen Typen hier zuschauen, wie der 5 Minuten lang hier den Steg entlang läuft. Dann sehen wir einfach so dramatisch die Kamera auf unsere Gruppe. Und hat irgendwas passiert. Was soll das? Ich sage, wir die wissen schon alles darüber. だが切り札は多い方がいい。互いにナイフを突きつけ合っているのを承知で背中を預ける。それが裏社会の信用ってことね。厳しいな。タバサのお店の料理の味は簡単に信用できるけど。はあ、それは同感だ。 Okay, Eisen. Der Osten Midgards. なんで通行止めされてたんだ?ゴーマか?いえ、アルディナ草原で巨大な竜巻が発生して、輸送キャラバンが何百人も行方不明になったのです。寒冷化の影響による異常気象だな。雷が頻発した地域や。あ、だ、スネー。 Haben wir irgendwelche Schnee-DLCs? そういった地域への街道は、ねえ、ね。解除されたってことは、竜巻は収まったって思っていいのよね。 結構いいところでふよ。東に広がる森林地帯では宝石が採取できるし、珍しい植物も昆虫も。いや、さ、ファイマンワールド。数少ない住民たちは動物の肉や毛皮を必要な分だけ売り買いして暮らしてるし、静かで。ラスビラーメンビエラーバコンミスアレスアンライズフリートリッシュ。こやつの初恋相手のノルミンの故郷なんじゃよ。 姉さん、恥ずかしいじゃないでふか。今は離れ離れになってしまったでふけど、あの子とは心が通じ合っているんでふよ。わしと主が契約して旅に出た直後、あの娘は男前のノルミンと恋仲になり村を出たがの。そんなの初めて聞いたでふよ。姉さん、いつその話を。わしから逃げ出したお主を探す旅の途中じゃったか。 いや、村を出て数分後忘れ物を取りに戻った時じゃったか。ま、どうでもいいがの。よくないでご。男が女に振り返って泣くな。ストーンベリーへ急ぐぞ。オッケー。Ich habe die ganze Zeit Logras gesagt, der Lothringen, nicht Logras. Nach Lothringen will ich die ganze Zeit. Oder war Logras war dieser Turm, ne? Und ich glaube, dass das einer dieser Türme von Tales of Systeria ist. Und Lothringen ist jetzt hier diese eine Stadt, ne? Wenn ich jetzt auch dahin, ich kann jetzt überall wieder hin, ne? Da Dreck, ey. So schön am Leveln auf Screen.
Aber da oben kann ich nicht hin. Okay, warte mal kurz. Ich möchte das mal Ausrufezeichen hier abschließen. Vielleicht ist ja im Shop auch irgendwas Neues, keine Ahnung. Nur wie eine Ewigkeit her, seit wir hier. Ich habe 70 Spielstunden übrigens. Ich habe nicht mal gehört, wir mit der Hälfte des Spiels irgendwie fertig sind. Es ist alles irgendwie das ganze Zeug, was ich offscreen mache, ey. Was geht? Ich bin erleichtert. Hab ich jemand gerufen? Ich wusste es. Hat jemand meinen Namen gesagt? Okay. Buff. Nichts Neues. Okay. Hier sind noch zwei Truhen, aber ich war ja schon mal, also nehme ich mal an, das sind alles doppelte Buff. So, ich weiß jetzt nicht mehr. Lass mich mal kurz da bei der einen hohen Straße nachgucken. Ja, hier kommt ein Nieser. Nee, doch nicht, ja. Ich habe ihn abgewehrt. Okay. Was? War ich da noch nicht? Doch, oder? Noch mal hier gucken, ob ich bei einigen Gegnern schon alles habe. Sieht so aus. Hier geblieben. Nein. Ja, ich habe mir auch angewöhnt, irgendwie mich zu zweier Dinger einsetzen will. Also was ich hier auf den zweiten Knopf hier gelegt habe. Also, ja, wenn ich das hier zum Beispiel aktivieren will, ist mir wieder eingefallen, ja, seit Tales of Grace F. Ein Seitwärtsschritt zählt ja auch als Angriff. Also ich kann den hier machen und dann tue ich zum Beispiel Laffy zusammenfrecken, das dritte hier aktivieren. Das ist mir irgendwie entfallen. Läuternde Lanze. Was ist das? Da war neu irgendwo. Wenn wir Wassermaler mit einer Schwere von diesen Angriff fast werden, die an mir in der Luft schon vorspringen. Aufspießende Dinge. Okay, lass mal. So. Situation entschärft. Okay, das möchte ich nicht haben. Ich möchte Spießender Speer, war das, ne? Irgendwann wird mich mal wieder in diesem Ballonspiel irgendwann ja befassen und die Sachen hier ein bisschen neu ordnen, mal ein bisschen Abwechslung ja reinkriegen. Und zack, stemmt die Rolle. Tschüss.
Flieg weg, kleines Flügelchen, weit weg. Dunkelwirbel, Kata 6. Cool. Können wir jetzt mal warten zu sehen, wie das aussieht. So, da war der imperische Thron, ne? Wo wir gegen Artorius auf die Schnauze bekommen haben. Wie geht's vor mir aufgetaucht, einfach was soll das? So. Führen uns das hier hin. Sag mal. Ach, da muss ich hin, ne? Ach, hallo. Ich muss sogar dahin. Das ist jetzt nicht ehrlich da gewesen, wo ich vorhin war, ne? Boah, machen wir das jetzt mal. Logris? Nein. Lothringen. Das ist jetzt ganz ehrlich da gewesen, wo ich verdammt noch mal gerade drin war, ne? Boah, jetzt wird mir erst gesagt, dass da eine Quest ist, ey. Hallo. Gut, das ist hier, ne? Ja. Leute, müsst ihr mir schon ein bisschen früher sagen. Ich meine euch in den Kommentaren. Ihr müsst mir halt während des Videos sagen, damit ich es während des Videos hier auch umsetzen kann. So östlich, ne? Ja. So, wo ist der Tele? Da ist es. Gut, gehen wir da rein, geben den Dämon auf die Schnauze. Geben wir den Dämon auf die Schnauze. Und dann gehen wir nach Hause. Über die letzten 6 Minuten, wo weiß ich nicht, 3 Minuten. Wo ist eigentlich auch dämlich, ne? Egal, 3 Minuten, aber werden wir schon schaffen, ne? Machen wir mal. Wenn nicht, dann mache ich irgendwie einen Schnitt oder so. Ist die Schatztruhe schon? Ach nee, ich habe die gar nicht eingesammelt. Na, was war nochmal bei Silber? Eigentlich Gold ist, interessiert mich dann relativ wenig. Verlangsamungswehr. Ja, jetzt habe ich fast alle Ringe erledigt. Jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Boah, der ist nämlich reingelaufen. Gut. Die Truhe ist auch schon wieder respawned. Gut, jetzt da eine Quest. Die beiden Truhen sind auch schon wieder respawned. Was? Na, warte mal hier. Zeige er mal. Eine Goldtruhe irgendwo, ja. Dann zeig mal. Joink. Amphibol-Anhänger. Oh, den haben wir noch nicht, ne? Doch. Warte, da kam irgendwie so noch so neu vor, ey. Gut, was geht? Wieder und ab. Circuit 46. Ich wette, du wärst mit 3 Schlägen erledigt. Aha. Oh, neutral und Erde, Eisen. Oh Gott, Magilo. So, wen tausche ich gegen Eisen ein? Magier-Offensive, buff. Das war. Ja, der macht ein bisschen nervigen Schaden. Was ist das für ein Zauber? Ja, wenn das Ding nur ein bisschen weiter schießen würde, ne? Ja, wie schnell mit seinem Angriff hier. Oh Gott, stimmt. Ah. Ich würde ja sehen, welche einsetzen, habe ich vergessen. Warte mal, ich habe doch Okoro, der hat doch auch Erde. Boah. Ja, komm her. Ja, komm her. Boah. Boah.
Oh, wo, wo, ah. Also dafür, dass ich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spiele, der mir zur Verfügung steht, würde ich echt sagen, das Spiel ist jetzt nicht so schwer. Also ich habe Tales of Exilia 2 zum Beispiel sehr viel schlimmer in Erinnerung. So, bam. Ich meine, das Spiel ist noch relativ einfach so im Vergleich. So. Oh Gott. Sehr gut, nimm sie Rolle. Wuff, 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 wuff. Wow. Ja, du hast irgendwie nicht. Doch, Mann. Und ihre zweite Mystikart mal einsetzen. Kriegt das einfach nicht hin. Ja, das ist schon drei, also ja, Wurf. Was ist das? Mein Gott, jetzt machen wir ihn voll fertig, ey. Das ist mir schon wieder los, ey. Okay, du hast hier noch jemand kaputt, ey. Wurf. Aber reingestochen. Null Erfahrungspunkte bekommen, Benti des Verteidigers. Nimmt deinen gegnerischen Mystikart, lässt sich der erlittene Schaden durch Drücken von Verteidigung um 50% senken, geht für alle mystische Art. Was? Also, aber nur wenn ich während die Mystik Art machen, ne? Nicht wirklich. Das ist was gar nichts abgezogen. まさか。いや。しぐれならできるでしょう。ああ。実際にやられた。聞いてもいいか。構わん。俺の家のことは教えたよな。うん。長男のしぐれは。お前、なんでそれ、アイゼン・ファーグンね。乱月家の当主として一族を仕切っていた。だが3年前、しぐれが謀反を企んでいると噂が立った。 主君はすぐさま上位打ちの命を出した。上位打ち。主君による処刑命令じゃの。疎まれてたんだ。強さにしか興味がないあいつは、ずっと主君をないがしろにしていたからな。その打手は、まさか。そう。俺だ。乱月流に勝てるのは乱月流。そういうことだ。実際に俺は、 あいつの技も癖をも全部知っていた。その上で、だからね、オフィスが出現。負けたんじゃな。そうだ。うし。俺は王たちで切りかかった俺を子たちで翻弄しやがった。あの時、俺が鍛えた技はあいつに全く及んでいなかったんだ。素直に認めるのね。 認めるしかなかった。あいつは俺の太刀を弾き飛ばして笑って言ったんだ。もっと精進しやがれと悔しかったさ。己の弱さが未熟さが自分を切り殺したいほどに傲慢になるほどにな。結局しぐれは逃げ、 So bildet sich ein Kreis draus. そこで柱と出会ったんじゃな。自分の兄を殺せなかったことが悔しい。怒れているのは分かってる。だが、それが俺なんだ。責める気なんてない。私はあんたを利用するだけよ。敵を切ってくれればそれでいいわ。やるさ。 Die Expedition ist zurück. Buff. Was ist das denn? Oresoren-Brüder. Drei Buben, die auf den Kristalleisenmeer trieben. Eine von ihnen steht für Stärke, die andere für Schwerkraft, die andere für Handwerkskunst. Wahrsagen. Centurio-Inseln. Centurio, das
Centurion, Tales of Symphonia 2, oder? Die hießen da so. Diese Geister, die hießen da so. Tenebrae zum Beispiel. Mal sagen, würde die Chance, seltenes Essen zu finden, glaubst du zumindest. Sie versucht nicht mal, fall nicht drauf rein. Gut, raus hier, bumm. Raus hier. Logis. Wo muss ich überhaupt offiziell jetzt hin? Bin ich jetzt schon zu diesem Berg oder? Östliche Hauptstadt, Ebene nach Sternwagen. Gut, weiß ich nicht. Dann speichere ich mal hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Aber ich hab gefallen, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre sehr schön und nett von euch. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.